von negativ zu positiv, von destruktiv zu konstruktiv, von ärgerlich, traurig, ängstlich zu entspannt, glücklich, freudvoll und so weiter. Es gibt einen Beitrag zum Thema positive Emotionen, zu dem ich dich auch einladen möchte. Auch diesen Link findest du unterhalb von diesem Video in der Beschreibung. Aber dieses Video möchte dich vor allem auf einen Blogbeitrag hinweisen, in dem ich dir Beispiele zeige, wie Menschen in einer Situation die beiden Möglichkeiten ausloten. Also wir können in jeder Situation unseres Lebens so oder so reagieren. Es gibt immer eine positivere, gesündere, heilsamere und eine nicht ganz so ideale. Und ich weiß aus meinen Seminaren, dass es oft hilft, die Geschichten anderer zu hören, um uns damit zu identifizieren. Und daher erzähle ich auch in diesem Blog gerne Geschichten, in denen du dich, wenn dir das auch Freude macht, wenn dich das anspricht, wiederfinden kannst, wo du dich wirklich identifizieren kannst und in dir beschließen kannst, ja, dieser Weg gefällt mir besser, den möchte ich in Zukunft einschlagen. Also klick unterhalb von diesem Video auf den Link in der Beschreibung von negativ zu positiv, wie wir unsere Einstellung zum Leben umpolen können und auf diese Weise um vieles entspannter und glücklicher leben. Also unterhalb von diesem Video ist der Link. Freu dich an diesen Geschichten und lass dich davon inspirieren.